einfach nur noch nasty. Also eine 1 in Chat, wenn Revi das gleich trinken soll. Nein, ich trinke das nicht. Die Hand euch! Das ist wirklich... Oh! Hallo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Stream, meine Freunde. Wir haben heute was ganz Besonderes geplant. Eigentlich das gleiche wie letztes Mal. Wir werden erstmal mit Cocktails beginnen. Zu meiner Rechten ist mein Bruderfreund Daniel, den verschiedene Leute mit diversen US-Schauspielern verglichen haben. Macht euch nichts vor, der Typ kommt aus einem Dorf, der ist kein bisschen ein Schauspieler. Immer wieder eine Freude mit dir, Dinge zu unternehmen. Es ist vor allen Dingen so geil, weil Leute halt denken, ich hätte dich als Schauspieler engagiert, weil ich keine Freunde... Das stimmt. Wir fangen an mit Cocktails. Wir machen heute übrigens diesmal zwei Gänge, Leute, ja? Weil wir nämlich zuerst mit einer Hauptspeise anfangen und dann logischerweise mit einer Vorspeise enden. Klar, so macht man das ja. Du musst mir jetzt sagen, wie ich meinen Cocktail mache. Weil ich habe ja keine Ahnung. Du hast mir Zutaten geschickt, das Rezept kenne ich selbst nicht. Ich auch nicht. Das ist eigentlich voll der Schwachsinn, dass wir diesen Cocktail hier nach machen, weil ich kipp ja eh irgendwie Alkohol drauf. Weißt du was? Ja, deswegen... Ich mach das jetzt einfach Freestyle. Du hast mir halt einfach ein Rezept für einen alkoholfreien Cocktail geschickt und gesagt, du willst den mit Alkohol machen. Das ist halt auch richtig dumm. Ich hab mich kein bisschen vorbereitet. Ist gut, oder? Ja. So, und jetzt ein ganz wichtiger kleiner Schuss. Du bist ein talentierter Mensch und ich bin sehr froh, mit dir heute hier zu sein. Nee, ist lecker. Ist ja, gut. Danke. Ja, cheers. Ja, chin chin. Wir machen nämlich zuerst Gemüsepuffer, ja? So, wir sollten vielleicht zuerst mit dem Nachtisch anfangen. Genau, stimmt. Genau, wir machen nämlich als Nachtisch machen wir ein einfaches Mousse aus Schokolade. Das ist relativ simpel, dazu brauchen wir 2 Tafeln zart Bitterschokolade. Ich hab sogar eine, warte mal, pass auf. Wenn du jetzt Sahne da hast, ne, ich erschlage dich. Nee, ich wollte nur kurz flexen, dass also wir machen quasi eine vereinfachte Version von Mousse au Chocolat, weil wir wollten halt eigentlich normales Mousse au Chocolat machen. Aber das dauert aber, das muss über Nacht stehen und sowas, Alter. Und da ihr da keine Zeit für habt und wir halt auch nicht, weil wir keinen Bock haben, 24 Stunden zu streamen, haben wir gesagt, okay, wir nehmen eine einfache Version. Quasi lösen wir die Schokolade in der Sahne auf, lassen das Ganze ein bisschen abkühlen und dann schlagen wir das. Und dann haben wir quasi geschlagene Schokoladensahne. Wenn du deine Hand da drauf machst, dann geht der Herd an. Dann cool. Da steht das Mikro. Es wird an alle Kopfhörernutzer. Also wir machen auf jeden Fall die Schokolade möglichst klein. Oh, das hört sich so geil an. Geil, Alter. Da fragt gerade einer, ob du ein Aggressionsproblem hast. Guckst du zum ersten Mal den Stream? Kennst du seine Videos? Also, dumm, Alter, sorry, aber bist du dumm? Boah, darf ich mal einmal? Wenn du das machst, ich schwöre. Mit der Karte. Ja! Kannst du mal weiterhören? Damit hier auch keine Klumpenbildung passiert. Da schreibt gerade eine ASMR-Schokolade. Alter, wo ist ASMR, Janina, wenn man sie braucht? Eins guter Kakao, Junge. Digga, das sieht richtig geil aus, Mann. Boah, das sieht aus, wie wenn du wirklich eine Nacht lang feiern warst und am nächsten Morgen ins Klo reinschaust. Wichtig ist, dass man jetzt im Nachgang das ableckt, weil das lecker ist und lecker ist gut beim Kochen. Hauptgericht ist heute, sind heute so Gemüsepuffer. Ist so richtig, ne? Ne, du musst dich schon... Egal, wir lassen es so. Hauptgericht sind heute Gemüsepuffer. Ich liebe, so wie du das hier einfach trägst. Ah, heiß! Du bist so... Oh. So, ich fange jetzt zum dritten an. Wir machen Gemüsepuffer, ähnlich wie... Ich will da kurz unterbrechen. Daniel ist seit kurzem Single, also wenn ihr Interesse habt... Ist das dein scheiß Ernst, dass du das jetzt hier... Wow. Wow. Gemüsepuffer. Es gibt cool. Gemüsepuffer. Danke. Gemüsepuffer. Mhm. Ja, wir machen Gemüsepuffer ähnlich wie Reibekuchen. Das Ganze wird einfach gerieben. Gerieben. Dann pressen wir das aus. Dafür braucht man ein Küchenhandtuch, was quasi... sauber ist. Kann ich es einfach so jetzt reiben? Ja. Der Nicer Dicer! Naja, auf jeden Fall, das Gemüse wird einfach nur geraspelt. Da kommen nachher 4 Eier dazu, ein bisschen Mehl und dann macht man sich so eine Masse, die halt irgendwie die Form hält. Und die wird dann einfach quasi... Wichtig ist, dass man letzte Woche war noch vergeben. Oh. Ja, Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich, ne? Trink groß ein, ne? Boah, ich mach's echt angenehm für dich hier. Es ist maximal angenehm für mich, das ist naja, super. War ja zum Glück nicht langes, ne? Anstatt, dass wir das Thema einfach unter den Tisch kehren, ne? 10 Jahre, es war 10 Jahre. Cool. Weil wir dann nachher gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nur fettige Reibekuchen oder halt Gemüsepuffer machen, wir können was Vernünftiges dazu machen, haben wir uns gedacht, was halt so ein bisschen frisch ist und was so ein bisschen das Fett rausnimmt, wäre halt einfach selbstgemachtes Apfelkompott. Kartoffelkompott, wollte ich sagen. Reibekuchen mit Kartoffelkompott, das ist richtig, richtig ausgeschnitten. Das ist richtig deutsch, das ist richtig deutsch. Und dann noch das irgendwie dein Onkel, der so richtig besoffen hinten im Garten liegt, Alter. Und Digga, das waren Zeiten am Dorf, oder? Ja, das war bei deiner Familie so. Das stimmt nicht. Dein Vater aus dem Fenster guckt und hat gesagt, deine Cousine ist wieder schwanger.
Wie ist es mit Remi? Der wohnt hier nicht. Ich wohne hier nicht, aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich aus dem Kellerfenster stürzen, wenn ich mit diesem Holzkopf, auch wenn er mein bester Freund ist, aber mit dem Typen 24-7, wow, ich glaube, ich würde mich selbst einweisen. Du kennst doch Foodora und sowas, diese ganzen Lieferservices, ne? Ja. Ich bin am Gassi gehen, plötzlich bremst so eine von so einem Foodora-Fahrer über. Also ich riech die richtig gut angetrunken, also ich würde sagen einfach straight up besoffen und sag so, mit der 5 zur 5, willkommen in Istanbul, wie kann ich Rezo erreichen? Ich guck die an, bitte. Ja, wir haben immer noch keine Atemmasken hier für Corona und so. Ich so, boah, ich weiß ja nicht, was Rezo damit zu tun hat, ne? Weil jetzt denken alle Leute, weil er sich einmal politisch... Ganz, ganz kurz, ja? Da kommt gerade der Kommentar, mehr trinken. Ich bin dafür. Ja, stimmt. Alle Leute denken, dass Rezo, weil er sich einmal irgendwo politisch postiert hat, dass er sich jetzt zu allen Dingen irgendwie äußern muss und jetzt den Leuten helfen muss, dass sie Mundschutz bekommen. Ey, das ist so geil. Ich habe wirklich gesagt heute, ich mache die Wohnung auf richtig, richtig, richtig sexy, richtig schön sauber und alles. Ja, sieht hier schon wieder aus wie ein Scheißhaufen. Aber man muss sagen, ehrlich, die Wohnung war im Vergleich zu der alten Wohnung, wo wenn man reinkam, einen der Schlag getroffen hat, weil es einfach scheiße aussah. Ja, das weil du nie was weggeräumt hast. Ich. Du nie was weggeräumt hast. Ich alleine, oder? Du nie ich was. Ich war das. Halt dein Maul, wenn ich rede. Hier sieht's echt gut aus. Okay, da stehen nochmal ein paar Kartons rum, aber Respekt. Kannst du das nächste Mal mit Tequila oder so exen, damit du echt mal besoffen bist? Wow, deine Fans, die mögen dich, ne? Nächstes Mal. Dim, 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 dim. Wir machen das jetzt so, dass du hast ja eh Aggressionsprobleme. Ja. Prügel ein bisschen drauf ein, drück ein bisschen drauf rum und alles, was an Flüssigkeit rauskommt, wegschütten. Warum nicht mit dem Handtuch? Weil du kannst halt keine 5 Kilo, das ist viel zu viel Gemüse eigentlich. Egal. Guck mal, wie mit dem Teig letzte Woche. Letzte Woche durftest du nicht kneten, jetzt darfst du kneten. Deswegen oh, Junge, das ist einfach, das ist einfach das Ekligste, was ich jemals geknetet habe. Du wolltest letzte Woche, hast du den Teig geknetet, letzte Holzkopf. Oder weißt du, was ich alles schon geknetet habe? Seltsame. Soll ich jetzt Dinge nennen? Körperteile, oder? Alles. Aber sagen, das hier ist wirklich, das ist das? Top-notch eklig, Alter, wirklich. Maschallah, einfach der Hübsche. Das Digga, ist das eklig, Mann. Digga. Boah, ich sehe nichts. Und ja, guck mal. Ah, der geile Gemüsesaft, Alter. Der Juice. Kann man das eigentlich noch trinken? Ist so cocktailmäßig auch, oder? Also eigentlich spricht tatsächlich nichts dagegen, das zu trinken. Ist ja so Smoothie, ne? Wahrscheinlich sehr viel Stärke wegen den Kartoffeln. Na, und wegen meinen Armen halt ist da viel Stärke, ne? Ja, genau. Die zwei Spaghettis, Alter. Boah, Digga, ist das ist so nasty, Junge. Das ist. Ja, natürlich, aber. Einfach nur noch nasty, Alter. Du kannst. Was spielst du mit der Vive immer? Wenn ich du wäre, würde ich die Plörre gleich trinken. Also eine 1 in Chat, wenn Revi das gleich trinken soll. Nein, ich trinke das nicht. Eine 1 in Chat, der macht das. Ja, guck. Oh, da kommen die Einsen. Digga, ich hätte. Leute, ich liebe euch. Guck dir das an. Wow. Hol dir mal erstmal ein Cocktailglas, ne? Ich trinke das nicht, Alter. Hä, guck mal, die ganzen Einsen, guck mal, es kommen noch immer Einsen. Ja, Digga, und? Du kannst sagen, eins in den Chat, wenn es, weiß ich was, wenn... Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Zehner, wenn du das trinkst, okay. Für Geld ist es wieder was anderes. Du bist so eine Prostituierte, ne? Ist hier einfach Kotze. Das sieht einfach aus, wie wenn jemand auf der Party gekotzt hat. Guck mal, dein Herrchen, ne? Ist eine Hure. Der macht alles für Geld. Du gibst mir kein Küsschen, oder? Schmeckt wahrscheinlich gar nicht mehr scheiße. Ja, war ja klar. Das ist halt einfach Gemüsesaft mit Kartoffelsaft. Jetzt auf der Brille. So. Ich will Geld, Geld. Flo, für Geld, ne? Ich sag mal so. Danke dir für den Zehner. Ernsthaft? Er hat jetzt 10 Euro? Nein. Wow. 100 Euro, wenn du ein Ei roh isst. Das kann er machen. Ich gebe dir 100 Euro jetzt, wenn du ein Ei roh isst. Und du kriegst die 100 Euro von jemandem donated. Das ist aber das Ding. Du darfst nicht, guck mal, wenn jemand rein donated schon, dann weißt du, er würde nochmal donaten. Aber wenn jetzt jemand einfach schreibt 100 Euro, dann passiert das nicht, weißt du? Was brauchen wir jetzt? Wenn man Koch auf Wish bestellt. Fresse, Alter. Okay, der ist geil. Der ist gut. Oh. Rein in die Masse, Alter. Oh ja, rein in die Masse, Junge. Ist das Koks? Spricht er jetzt von Koks? Boah, Bro, das ist jetzt anders. Das sieht aus wie Krautsalat, Digga, ne? Wir machen in der einen Pfanne jetzt einfach die Kartoffelpuffer, in der anderen den Kartoffel... Die Kartoffelpuffer, alles... Uwe, bin auch dabei. So. Ja, also ich bin ready eigentlich zum Backen. Und Kochen. So, guck mal hier, ich pack jetzt mal rein, oder? So, bei mir sieht man, der Apfelsaft, den ich gerade reingeschüttet habe, ist ein bisschen am köcheln. Turn up, Apfelsaft! Let's go! Ab
Apfelsaft! Zu nah. Das sieht so unappetitlich aus, Tobi. Ja, es sieht echt, es sieht halt wirklich aus wie dieser Krautsalat, den man bei KFC kriegt. Ja, aber das ist ja ekliger Krautsalat. Dieses wirklich ranzige Zeug. Das sieht ja noch ein Puffer aus, oder? Zum Glück haben wir ein Rezept gemacht, was ganz Köln versorgen kann. Ist viel zu viel. Ich weiß nicht, was dieser Mensch vorhat. Der hat, glaube ich, lange nicht mehr gegessen. Bro, ich komme jetzt vor wie meine Mutter, die hier ständig stehen und Reibekuchen machen, Alter. Guck mal, das läuft doch hier. Aber guck mal, das sieht, also. Flip mal, okay? Flip mal. Aber flip mal nicht aus dabei. Bro, du bist so dumm für alles. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Ja? Bro, ich krieg das hier nicht gedreht, das ist so flipperig. Ja, dann mach den nächsten Mal kleiner. Mach mal Weihnachtsmarkt jetzt. Warte, Achtung, Take, Weihnachtsmarkt die erste. Ich hab das Essen reingerotzt, ist aber abgekocht, komm rein, Reibekuchen, lecker! War gut, oder? Ja. Das ist so geil, wie ich hier einfach im heißen Fett rumdrücke, Digga. Bro, au! Juhu, yippie, ei! Heiß! Dickerchen, die werden richtig gut, ja? Das mit dem Apfelkompott dauert noch ein bisschen. So, Leute, checkt mal das aus. Self-made. Fucking idiot, man. Fucking self-made. Wie viele Sterne habt ihr? 1,7. Junge. Ja, ja, was spritzt du da Wasser rein, Idiot? Ich lass mir nicht für 5 Euro. Digga, ich bin ja am Jahrmarkt, Alter. Deine Mutter lässt dich für 5 Euro in die Eier treten auf der Kirmes. Ich guck zu. Na komm schon. Nein. Na komm schon. Lass mich. Nein. Nur ein bisschen. Was denkst du, wer du bist? Ich werf mir nein. In die Eier. Ja, dann werfe. Nein. Nein, der kommt. Der kommt voll drauf. Ich mach leicht. Nimm die Hand weg. Nimm die Hand weg. Da! Das war richtig in die Hand geworfen. Wow, dafür 5 Euro verschwendet. Mach nochmal richtig. Bitte. 1, 2, 3. Ich nehm an. Ah, fuck, shit. Also ich kenne das Problem, aber... Leute, unser Nachtig ist RIP. Ey, ich schwöre, ich fühle mich gerade wieder an so einem Reibekuchenstand, Digga. Bruder, du musst mich jetzt... Puste drauf, sonst holst du nachher. Ist doch immer heiß. Bestimmt. Ja! Digga, Bro, das ist wirklich... Ah! 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 Muss das jetzt sein? Ja, wir haben jetzt hier ein neues Instagram-Profil erstellt für meinen guten... Freund Daniel. Wir haben jetzt den Account F-E-U-Y-S-E-R. Feu mit E-Y-E-Feu. Sehr, weißt du? F-E-U-Y-S-E-R. Wer Interesse an diesem jungen Mann hat, kann da gerne reinfolgen. Das wirklich ist es denn hier? Belastende DMs schreiben. Digga, das wird jetzt richtig abgehen, Alter. Dein scheiß Instagram, dein Handy wird abstürzen. Ich sag's dir so ein bisschen. Wenn ihr Interesse an diesem jungen Mann habt, ja? Yo. Wir haben eigentlich soweit. Alles ganz gut hinbekommen. Wir haben auf jeden Fall hier das Apfelkompott. Ich finde, es ist ein bisschen wenig geworden tatsächlich. Aber ich finde im Großen und Ganzen... Pass auf, jetzt kommen hier noch so Blätter drauf, weißt du? So mäßig. Ich habe nicht probiert, wie die gewürzt sind, ne? Bin ich also ehrlich. Okay. Chin-chin. Boom. Wow. Also, auf einer Skala von 1 bis 10... Ist eine solide 9. Obwohl ihr jetzt wahrscheinlich alle denkt, oh, das ist eh nicht essbar. Bro, das ist... Es ist lecker. Es ist tatsächlich lecker. Das Mousse. Guck mal, das Mousse ist von der Konsistenz her schon, naja, okay. Bisschen dünnflüssig, wenn man das so sieht. Ja, es sieht aus, ich weiß, was du sagen willst. Es ist einfach Dünnschiss, Digga. Bisschen dünnflüssig kommst du mir mit. Schreibt gerne mal hier in den Chat oder unter das Video. Unter das Video, am besten unter das Video, was wir irgendwie in den nächsten Wochen mal kochen sollen. Ja. Weil wir überlegen halt, ob wir das wirklich regelmäßig machen. So jeden Freitag. Ich finde das sehr chillig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin vollend überzeugt von den Gemüsepuffern. Echt ein relativ einfaches Rezept, bis aufs Ausbacken halt. Das dauert ein bisschen, ne? Ja. Aber so in sich. Baba. Das war für diesen wunderschönen Kochstream. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder bei einer weiteren Runde GTA-RP. Und ich bin raus, folgt dem Boy auf Instagram. Ja, Faizer, es auch gibt wenn das so nicht viele will. Bilder. Also, wow. Wow, Alter, das wird Baba-Content. Macht's gut, hau da rein, bis die Tage. Ciao, schönes Wochenende.